Moin Leute, heute ist Sonntag und das heißt ja der letzte Tag der One Week with Me. Heute geht's ja noch einmal aufs Turnier mit dem Rocky. Vorne ist der Kleine und wir machen jetzt mal fertig und sowas. Wir sind ein wenig spät dran, aber das wird schon. Ich habe Rocky jetzt einfach einmal ganz schnell übergeputzt hier am Anhänger. Was siehst du, ne? Du bist so süß. Und jetzt gleich führt Mama ihn dann drauf. Als erstes stand wieder das L-Springen auf dem Plan und das begann mit der Linie, wie es gestern im M-Springen war. Dieses Mal habe ich die richtig gut getroffen und ja, ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Das ist ja nämlich echt einfach dumm von mir gewesen. Und ja, dann habe ich hier jetzt so eine Abkürzung genommen. Dann wollte ich ihn einmal kurz auf die Hinterbeine holen und dann hat Rocky so stark reagiert, dass er fast schon stehen geblieben ist. Dann wollte ich noch weiter reiten, aber dann waren wir schon so kurz vorm Sprung, dass er da voll hätte aus dem Stand springen müssen. Und ja, dann bin ich einfach ganz in Ruhe nochmal neu angeritten. Da konnte Rocky auch wirklich nichts für. Und ich habe hier jetzt nochmal eine enge Wendung genommen, um das zu überprüfen, ob ich einfach nur zu blöd bin oder was genau ich da gemacht habe. Hier hat es wieder super geklappt. Also ich hätte wirklich in der anderen Wendung einfach weiterreiten sollen. Und dieser Parcours ist auch richtig schön jetzt hier noch am Ende. Er springt super übers Wasser. Und jetzt hier gleich in der Kombi springt er auch ganz toll raus, obwohl es ein bisschen groß war. Also bis auf dieses eine Missgeschick von mir war es wirklich sonst richtig, richtig, richtig gut. Ich war mega zufrieden. Hier ist er auch so ein bisschen auf groß weggesprungen. Das hat er echt toll gemacht. Hier hätte ich eigentlich jetzt auch noch vorher reiten können, aber da wir halt eh dieses eine Missgeschick hatten, habe ich das halt gelassen. Und ja, hier den letzten Sprung, da ist er dann auch nochmal richtig schön auf groß weg. Und ja, ich fand das gar nicht schlimm. Alles supi. Wir sind durch mit dem M-Springen. Mit dem L-Springen. Oh Mann, ich bin schon voll verwirrt. Hier ist der kleine Rocky. Wir satteln den jetzt gerade mal ab. Ups, dein Halfter sitzt ja sonst wo. Hier fein bist du gesprungen, ne? Hat er richtig toll gemacht. Ganz toll. Und gleich ist dann noch das M-Springen so herum. Aber dazwischen liegt noch eine Prüfung. Deswegen kann er jetzt erstmal auf dem Anhänger. Und noch ein bisschen chillen. Dann kam ja das M-Springen und ich habe mir natürlich vorgenommen, sofort richtig gut zu starten. Und ich hatte auch eigentlich ein richtig gutes Grundtempo rauf. Aber ich bin diesen Sprung so mega schief angeritten. Dann reite ich schon so wieder an und ich denke mir so, oh Gott, Lia, nicht schon wieder. Das ist ja so mega groß gewesen. Und dann reite ich halt nochmal an, genau mit dem gleichen Tempo, nur halt eine andere Linie. Ich bin länger am Zaun geblieben, sodass wir wirklich komplett gerade davor kommen. Dann hat es auch richtig gut geklappt. Und das ärgert mich einfach immer so. Ich weiß auch nicht, warum mir dann sowas immer am Anfang passiert. Und ja, dann ging es eigentlich richtig gut weiter hier. Der Rote, den hat er richtig gut, ja, angepeilt. Und dann jetzt der nächste Sprung. Der war auch mega gut, aber genau als wir da drüber springen, fliegen natürlich diese Bäume neben uns um. Und ja, dann hätte ich eigentlich mit 5 Galoppsprüngen auf die Kombi zureiten wollen. Aber weil er sich dann so erschrocken hat und ich mich auch, sind wir so ein bisschen von der Linie abgekommen. Und dann haben wir 6 gemacht und dann sind wir da so mega stockig reingekommen und ich lag so mega auf dem Hals. Und ja, dann habe ich halt auch nicht Impuls oder so dafür gegeben, dass wir da halt jetzt irgendwie rauskommen würden. Und ja, genau, das wollte ich dann eigentlich nochmal anreiten. Und ich habe jetzt hier auch schon den Weg aufgenommen, aber dann habe ich hier irgendwie gemerkt, dass irgendwas klackert. Ich weiß auch nicht, was das war. Also wir haben nachher gesehen, es war kein Eisenloch, locker nichts, aber ich habe dann halt aufgegeben. Wir sind wieder zu Hause angekommen von einem etwas chaotischen Turnier. Hier ist der süße Rocky. Nee, Schnuffel. Ja, wollen wir dich mal sauber machen, ne?
Sind wir wieder zu Hause? Oh, Alfilein. Sind wir wieder da? Das gibt's ja gar nicht. Ja, hallo. Oh, ich sehe sehr gut. Schnuff. Voll niedlich. Na? Hallo. Hallo. Oi. Ja. Oh, oh. Jetzt hast du bemerkt, dass er los war. Ihr Bekloppten. Oh, oh. Er findet den Durchgang nicht. Er zeigt ihm den Weg. Süß. Komm, hier geht's durch. Oh. Süß. Er hat erst gar nicht verstanden, dass er los war und Gras und dann auf einmal schießt er los. So, ich werde jetzt noch ein bisschen den Nemo ohne Sattel ein bisschen reiten, beziehungsweise mit dem Pad. Mal gucken, was wir denn gleich genau machen. Und die anderen drei Ponys stehen ja schon draußen. Und ich denke, Nemo kann dann gleich auch noch einmal raus. Ja, du. Ist so süß. Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt erstmal fertig machen. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Der Nemo ist seit ein paar Tagen geschoren. Denn der Nemo hatte echt so unglaublich dickes Fell, dass er echt mega drunter gelitten hat, wenn er, geschwitzt hat. Nur von ein wenig reiten, das war echt nicht schön. Und deswegen haben wir ihn jetzt geschoren. Das ist das allererste Mal, dass wir einen Pony im Sommer scheren. Aber ja, wir hatten halt auch noch nie einen Pony, was so dickes Fell hatte im Sommer. Und ja, genau, deswegen ist es jetzt zum ersten Mal so gewesen. Aber wir sind echt zufrieden damit. Der Nemo sieht jetzt viel, viel besser aus und auch, ich glaube, vorgestern beim Reiten war das, da war er auch schon viel, viel frischer. Also ich denke, das hat ihm auch wirklich gut getan. So, wir sind jetzt startklar. Jetzt gehen wir gerade Richtung Platz. Dann werde ich mir noch ein kleines Cavaletti aufstellen. Da können wir auch noch ein paar Mal rüberkommen. Das ist der kleine süße Nemo. Und dann geht's gleich los. Der Nemo ist jetzt abgesattelt und steht hier jetzt gerade in seiner Box. Der ist jetzt gerade so ein bisschen Restfutter von gerade noch. Und jetzt hole ich mal seinen Wiesenhalfter. Er hatte gerade hier noch dieses Gute auf. Deswegen steht er kurz in der Box. Jetzt nehme ich das Wiesenhalfter, damit er das andere nicht dreckig macht. Und ja, genau, dann geht er auch noch raus. Übrigens hat Mama gerade schon alle Boxen ausgemistet, während ich geritten bin. Mega cool. Und dann kam sie auch noch kurz rum und hat mich ein wenig gefilmt. Richtig cool. Und sie hat auch schon hier Heukops vorbereitet, für wenn die Ponys von der Wiese kommen. Hier ist auch noch ein bisschen normales Futter vom Dobby. Und ja, genau, gleich wenn die Ponys draußen stehen. Ah, Mesh hat sie auch noch gemacht. Gleich wenn die Ponys dann alle draußen stehen
oder beziehungsweise während die alle draußen stehen, fahren wir nach Hause und essen schon mal Abendbrot. Oh, jetzt habe ich dich dreckig gemacht. Und dann holen wir die heute Abend wieder rein. Ich verabschiede mich hier jetzt schon. Es war mega cool, mal wieder euch eine ganze Woche mitzunehmen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.